Syrum, bam! Ja, ich bin es wieder. Der Typ, der Basketball mit massiven Stahlkugeln spielt. Im heutigen Video geht es mal um eines der größten und gleichzeitig mysteriösesten Länder auf dieser Erde. Nämlich Kasachstan. Geht es dort mit rechten Dingen zu? Ist Kasachstan nur ein zweites Russland, das ja auch in der Sowjetunion war? Wo kommt dieser Eblali eigentlich her? Mir persönlich hat vor dem Erstellen dieses Videos Kasachstan nie wirklich etwas gesagt. Klar, ich wusste, wo es liegt und wie die Flagge aussieht, aber mehr eben auch nicht. Deswegen finde ich es am sinnvollsten, erstmal mit den geografischen Daten des Landes anzufangen. Kasachstan ist 2,7 Millionen Quadratkilometer groß und somit das neuntgrößte Land der Welt, doch beherbergt aufgerundet nur 19 Millionen Einwohner. Es leben also durchschnittlich 7 Menschen auf einem Quadratkilometer. Zum Vergleich, in Taiwan, einem Land in Ostasien, sind es 650 Einwohner, die sich einen Quadratkilometer teilen. Kasachstan ist außerdem der größte Binnenstaat der Welt, also der größte Staat, der zwischen zwei anderen Ländern liegt. Das nenne ich mal Sandwichen. Kasachstan grenzt an China, Russland, Usbekistan, Turkmenistan und Kirgistan, also auch ehemalige UdSSR-Mitglieder. Wer hätte es gedacht, Captain Obvious? Die Hauptstadt des Binnenstaates heißt nur Sultan. Was für ein vertrauenserweckender Name. In besagter Stadt leben 1,1 Millionen Menschen auf knapp 800 Quadratkilometern, also ein ordentliches Ballungszentrum. Weitere große Städte Kasachstans sind Almaty, Schimkent und Taraz. Der größte Teil des Landes besteht jedoch aus Steppen und Wüsten. Ach ja, und die Provinz Westkasachstan hat den besten Hauptstadtnamen aller Zeiten. So, kommen wir nun endlich dazu, worauf wir alle gewartet haben, die Geschichte Kasachstans bis heute. Ab dem 6. Jahrhundert vor Christus wurde Kasachstan immer wieder von anderen Stämmen, wie zum Beispiel den Saken, den Turkvölkern oder den Karakitai erobert. Bis zum Jahre 1450. Kasachstan war hier nämlich schon wieder eingenommen worden, dieses Mal von den Usbeken. Der Chef der Usbeken, Abu el fucking Chair, wollte den Nomaden eine straffe staatliche Ordnung aufzwingen. Daraufhin dachten sich die Prinzen Jani Bek und Karai so, Digger will er mich ficken, besiegten und töteten Abu el Chair, Junge, das ist so ein Kopffickname, nannten sein Usbeken-Khanat in Kasachen-Khanat um und nahmen es im gleichen Zug auch noch komplett ein. Nach der Herrschaft der Usbeken wurde es jedoch nicht besser, denn nach dem Tod von Jani Beks Sohn Quazim Khan zerfiel das Kasachen-Khanat wieder und teilte sich in drei verfeindete Horden ein. Knapp 100 Jahre später versuchte ein Herrscher namens Tauke Kasachstan wieder zusammenzubringen, scheiterte dabei aber kläglich, da sich das Land nach seinem Tod wieder in die verfeindeten Horden trennte. Außerdem verloren die Kasachen zu dieser Zeit auch noch eine Schlacht gegen die Euraten am Fluss Ayaguz, also gegen die heutigen Mongolen, und waren somit 22 Jahre andauernden regelmäßigen Angriffen der Euraten ausgesetzt. Da die Kasachen dann irgendwann auch keinen Bock mehr darauf hatten, von den Euraten genervt zu werden, unterwarfen sich die drei Kasachenhorden 1731 bis 1742 allesamt nacheinander dem russischen Kaiserreich. 1801 unternahm Borjing Bukwai Khan zwar noch einen übelst räudigen Versuch, Kasachstan wieder unabhängig zu machen, Kasachstan wurde als Antwort darauf im Jahre 1822 jedoch noch abhängiger von Russland. Ein paar Jahre später, 1868, hätte man Kasachstan dann schlussendlich als Russland 2.0 bezeichnen können. 1917 versuchte dann noch die Alash-Orde, einen muslimischen Stammesstaat in Kasachstan zu errichten, was sie dann tatsächlich auch geschafft haben, nur konnten sie den Staat allerdings nur für 2 Jahre aufrechterhalten, GG an dieser Stelle. Tatsächlich sind aber auch heute noch 70% der Leute in Kasachstan muslimischen Glaubens. Im Zuge der Sowjetisierung Kasachstans gab es dann noch eine 5-jährige Hungersnot, die 1,5 Millionen Menschenleben kostete, was damals entspannte 33% der kompletten Bevölkerung Kasachstans waren. 1936 war Kasachstan dann aber endgültig in der UdSSR. In der Sowjetunion könnte man Kasachstan quasi als den Fußabtreter von Russland bezeichnen. Nach Kasachstan wurden nämlich unerwünschte Bevölkerungsgruppen verlegt und es wurden dort mehr als 500 Atombombentests durchgeführt, wofür sogar ein fucking eigenes Gelände dort errichtet wurde. 1936 gab es jedoch erste Anzeichen, dass Kasachstan nicht mehr Russlands Fußpilzpaste sein wollte, sondern stattdessen ein eigenes und unabhängiges Land werden wollte. Und so kam es dann 1990 auch. Kasachstan stieg aus dem Kommunistenverein aus und wurde unabhängig, Kasachisch wurde zur Amtssprache und Nursultan Nazarbayev wurde Staatsoberhaupt für 29 verfickte Jahre. Und die Hauptstadt Kasachstans wurde nach ihm benannt. Aber hey, immerhin wurde 1993 das passive und aktive Frauenwahlrecht eingeführt. Aber wie sieht es denn nun heute in Kasachstan aus? Wir haben ja bis jetzt nur über die Vergangenheit geredet. Die Menschenrechtslage im Land ist absolut nicht befriedigend. So wurde 2010 zum Beispiel noch regelmäßig gefoltert und die Todesstrafe wurde erst Anfang 2021 endgültig abgeschafft. Der Staat diskriminiert Schwule, obwohl es legal ist, in Kasachstan homosexuell zu sein, und alle Medien und Oppositionelle wurden in der Vergangenheit mit gezielten Schadensersatzzahlungen in die Knie gezwungen. Ein durchgehend unterdrücktes Land kann eben nicht von jetzt auf gleich auf eigenen Beinen stehen, was Kasachstan beim Austritt aus der UdSSR auch hätte wissen sollen. Man wollte, dass sich wie durch ein Wunder etwas Großes im Land tut. Die Lage im Land hat sich jedoch seit der Unabhängigkeit eher verschlechtert. So, das war's vom heutigen Video.
Schreibt gerne eure Meinung zum heutigen Thema in die Kommentare. Und falls ihr euch fragt, warum da so komische Buchstaben im Titel stehen, um genauer zu sein QUL, es ist ein neues Format, das heißt, alles, was ich ab jetzt uploade, was mit Ländern zu tun hat, fällt unter dieses Format. Letztes Video fiel eigentlich auch schon unter dieses Format, ich war aber zu doof, es anzukündigen. Deswegen steht ab jetzt QUL auch da im Titel. Ansonsten lasst deinen Daumen nach oben da. Der wird hier nämlich weder zu einer Kolonie Englands noch von irgendwelchen anderen Mongolensöhnen eingenommen, sondern bleibt an Ort und Stelle. In diesem Sinne, haut rein!